Bin super fit. Was macht ihr hier überhaupt? Das Servus und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Etwas ungewohnt. Habe ich auch vorher, glaube ich, noch nie wirklich gemacht. Doch, habe ich schon mal gemacht. Deswegen wundert mich nicht, dass es Vlog 2 heißt. Ich hatte tatsächlich schon mal einen Vlog aufgenommen. Ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe mir gedacht, dass ich das mal wieder ausprobiere. Deswegen herzlich willkommen zu einem Vlog. Wir haben auf jeden Fall heute noch einiges zu tun. Wir werden diesen Duschvorgang hier einbauen, weil der Alte ist am Schimmeln. Der muss raus, das Schimmeln. Ja, auf jeden Fall werde ich heute sehr viel mit Schneiden und sowas machen, auf jeden Fall, weil ich muss zwei Videos heute auf jeden Fall noch schneiden und da muss ich das hier noch umpacken, dass ich das wann anders schneide. Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen für die Fahrschule lernen. Danach werde ich den Duschwagen einbauen und danach gucken wir uns mal um die Shisha hinten kümmern, weil ich habe die jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr benutzt und als Deko finde ich passt es mittlerweile auch nicht mehr zu mir. Ich werde einfach das als Komplettpaket verkaufen. Kleine Info von mir, das Ding wurde von eBay Kleinanzeigen gelöscht, ist nicht erlaubt. Ja, ich muss immer noch für die Theorie lernen, weil ich bin ja bei der letzten Theorieprüfung durchgefallen. Super. Ich habe schon gut was geschafft auf jeden Fall. Ich habe das fast durch. Übrigens, wenn ihr so Vlogging ganz cool findet, dann lasst gerne mal ein Like da. Dann mache ich sowas öfters. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich mehr Fehler gemacht habe als richtig. Also diese Stufe 3 scheint schon echt schwer zu sein. Das ist mir noch nie passiert. Ich bin so ein Amateur in so Fragengedöns. Also ich bin eher so der Praktiker. Ich hatte ja schon eine Fahrstunde gehabt mal. Da war ich auf jeden Fall viel besser, als es hier in der Theorie ist. Mittlerweile haben das knapp 10 Uhr und jetzt bauen wir den Duschvorhang da ein. Mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Ich habe hier extra einen genommen, der nicht schimmeln kann. So. Ich würde sagen, das Ding steht. Also ich habe als nächstes auf dem Plan Duschvorhang anbauen. Das hatten wir genau das Tutorial. Ich muss gleich noch ein Rise of Nations Tutorial drehen. Genau. So, ich werde jetzt erstmal noch kurz ein bisschen was für die Fahrschule machen. Und dann habe ich mir gedacht, fange ich einfach früher an, das Video zu drehen, dann habe ich mehr Zeit, das zu schneiden. Ja, eigentlich wollte ich schon gestern ein Video hochladen, allerdings ist es gestern, hat das nicht so ganz zeitlich zusammengepasst. Einige Leute haben so ein Frühstück oder so ein Frühstück und so eins. Und das ist meins. Einfach zwei Baguettes mit Pflaumenmus, eine Apfelschorle und hier einen Kaffee, wo ich ein bisschen Kakaopulver als Zuckerersatz reingemacht habe. Ja, ich glaube, wenn ich das alles trinke, dann muss ich 5-mal aufs Klo. Komm, machen wir es mal so. Ich esse das und trinke das jetzt mal alles und dann erstelle ich einen Timer ab, wann ich aufs Klo muss. Ey, ohne Scheiß, es ist 17.10 Uhr und ich bin jetzt erst mit dem einen Video fertig. Ich wollte schon um 17 Uhr mit dem Hochladen fertig sein, um das Minecraft Battle Project Video jetzt zu drehen. Und jetzt rendert der ganze Schinken auch noch über eine Stunde. Digga, das ist ein knapp 20-Minuten Video. Wieso rendert das so lang? Ja, mal schauen. Also einen richtigen Plan habe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht verschiebe ich auch den Schnitt vom Minecraft Battle Project Video auf ein paar Tage. Dann kann ich nämlich die Vlogs als erstes schneiden und dann kommt halt das eine Video halt ein bisschen verspätet. Oder ich gehe vielleicht auch raus, eine Runde laufen, weil das Wetter ist mega schön. Ja, aber das rennt jetzt eh über eine Stunde. Dann gehen wir eine Runde raus. Ich bin jetzt hier auf einer Bank, chill ein bisschen. Das Wetter ist echt super. Ja, heute passiert nicht mehr viel. Ich hoffe, ihr hört mich noch wegen dem Wind gerade. Also ich werde jetzt heute wahrscheinlich noch das andere Video anfangen zu schneiden, aber nur vielleicht, je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Und genau, aber sonst passiert hier heute nicht viel. Morgen, der Vlog wird auf jeden Fall interessant, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas feiert. Auch so allgemeine Vlogs. Falls nicht, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Meine Lieblingsroute. So, ich bin jetzt wieder zu Hause vor meiner Wanderung. Ich muss gleich noch ein ganzes Papierkram hier wegräumen. Ich werde das jetzt erstmal hochräumen, dann gucke ich mal, ob das Video fertig gerendert ist. Ich denke mal schon, dass es ist.
Weil ich darf jetzt noch gleich ein Thumbnail machen und alles. Boah, ist das warm hier oben, ey. Denn ich muss jetzt gleich noch ein Thumbnail machen. Das Video ist tatsächlich fertig gerendert. So, also jetzt folgendes, Leute. Ich habe jetzt noch ein bisschen gechillt. Ich habe jetzt gerade den Computer wieder angemacht. Ich war nur ein bisschen was am Gucken, war noch mal kurz ein bisschen draußen mit meinem Bruder und alles. Hab noch mal kurz was erledigt, ein paar Sachen. Wir haben jetzt 21.52 Uhr. Morgen gibt es einen zweiten Vlog. Den werde ich direkt nachdrehen. Da wird es auf jeden Fall interessanter. Da geht es um den Onimog-Umbau. Das werdet ihr dann sehen. Moin. Zum zweiten Mal. Dann ist mittlerweile 9.50 Uhr, also es ist kurz vor 10 Uhr. Storm ist jetzt in 10 Minuten ungefähr kommen. Er hat gemeint, er muss noch kurz tanken. Wir werden jetzt runtergehen. Ich werde schon mal alles ein bisschen vorbereiten. Ich habe noch nie richtig ein Video über einen Unimog gemacht. Na, obwohl doch einmal damals, vor ein paar Jahren, wo wir den das erste Mal angeguckt haben. Da hatten wir ihn noch nicht gekauft. Servus, na, was geht? Hi. Ich gehe jetzt gleich an den Unimog dran. Was machst du? Ja, hast du ich was ganz was gemacht. Wir haben mir was Schönes zu essen. Kleinigkeiten mitgebracht vom Fest. Er schafft's gesund. Ja. Hier steht das Ding schon. Zeigt hier drin ist jetzt ein bisschen unordentlich. Er hat zwar schon seinen Koffer hingelegt gehabt, den hat er gestern oder vorgestern schon hergebracht. Da gehe ich mal, wie das von innen aussieht. Drin ist noch nichts lackiert, also überhaupt nichts. Aber wir müssen erstmal so Roststellen behandeln. Beziehungsweise Sorge macht das dann. Ich reiße heute die alten Leitungen hier raus. Die alten Kabel, auch die hier, den Lüfter werden wir wieder verwenden. Genau, könnt ihr mal Fenster hier aufmachen. Moin. Jo, das sieht nicht gut aus. Uns dreht hier eine Schraube durch. Das war genau die. Ah, sieht man gar nicht, gell? Ja. Das ist so eine und wir kriegen das nicht auf, weil das hier oben durchdreht. Wir machen jetzt einfach mit der Flex hier einen Schlitzen und halten das mit einem großen Schraubenzieher fest. Hallo, guck mal. Warte. Nochmal. Sorrow lackiert jetzt, oder Erik eher gesagt. So, währenddessen Sorrow draußen die Grundierung macht, werde ich jetzt mal hier drin diese alten Leitungen alle rausholen. Jo, kleine Mini-Päuschen hier und es geht gleich eben Mittag. Jetzt erstmal Mittagessen. Genau. Kann ich mal zeigen hier, hier sind alle alten Leitungen raus, der Lüfter bleibt, da gucken noch die zwei Drähte raus, die brauche ich dann. Ne, was hier hochkommt, ist ein fünfadriges Kabel, einmal für L- und N-Leiter und Erde und einmal für Plus-Minus für den Lüfter. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich E-Mittag, ich melde mich später nochmal. Jetzt kommt die Farbe drauf, die schwarze Farbe, weil das ist jetzt hier getrocknet. Das ist jetzt das Ergebnis. Das ist jetzt von Zorro. Das sieht auf jeden Fall mega nice aus. So, wir sind jetzt schon 8,5 Stunden da dran. Und das ist jetzt das Ergebnis von den ganzen Reifen. Einmal der erste Reifen, der sieht so aus. Ja, wir haben zwischendurch Pause gemacht, das stimmt schon. Das ist der zweite Reifen, da fehlt noch das Ding, aber das machen wir wegen nächster Woche, ist das weg. Ach, hier und da. Nice. Was sagst du dazu? Sieht gut aus. Gut, jetzt müssen wir erstmal aufräumen und dann werde ich erstmal safe eine Runde mich waschen gehen. So Leute, Arbeit ist verrichtet. Ich bin komplett kaputt. Wir haben jetzt 19.38 und ich und Erik waren jetzt seit 10 Uhr da am Schaffen. Ich habe jetzt noch aufgeräumt. Ich bin komplett am Arsch. Sorry, dass ich vielleicht nicht so viel aufgenommen habe. Ich habe nur einmal gezeigt, wie Erik das lackiert und alles und nur einmal grob unsere Pläne gesagt und nochmal zum Schluss eine Tour gemacht mit euch. Ich habe übrigens noch die alten Leitungen im Unimog rausgerissen. Hatte ich jetzt auch nicht aufgenommen. Ich hatte einfach keine Zeit. Wir waren voll in unserem Ding drin und ansonsten wäre, glaube ich, auch der Vlog ein bisschen lang geworden. Ich werde jetzt noch Folgendes tun. Ich gehe jetzt duschen und dann gehe ich ein bisschen am Computer. Genau, dann chill ich noch ein bisschen am Computer und dann gehe ich eigentlich ins Bett, weil ich bin übelst platt.
Deswegen gibt es nicht mehr viel zu zeigen. An der Stelle will ich dann den 2-Tage-Vlog, ist es ja jetzt geworden, beenden. Wenn es euch gefallen hat oder so dieses Format generell gefallen hat, dann lasst ein Like da, dann mache ich vielleicht öfters mal Vlogs, wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, nee, ist scheiße, ist langweilig oder bla, interessiert mich eigentlich gar nicht, dann schreibt das einfach in die Kommentare, wenn ihr sowas nicht wollt, wenn ihr sowas feiert. Lasst ein Like da und schreibt gerne auch in die Kommentare, ob ihr sowas feiert. Genau, dann würde ich sagen, wenn es demnächst wieder zu einem Video. Bis dahin und ciao!